Wir brauchen dann gleich eh noch massenweise Eisen, damit wir die Dampfmaschinen bauen können. So, Wasser ist überall drin, genau. Und hier dieses dieses Förderband hier. Das müssen wir ein wenig umbauen. Machen wir jetzt direkt schon mal. Den Brennstoff verteilen wir dann gleich, das passt schon. So. Genau, Greifarmbefehl noch. Haben wir noch welche da? Hatte mal so viele, aber die sind alle irgendwie lost. Naja. Irgendwas ist ja immer. So, die Kollegen schmeißen den ganzen Klageradatsch. Na komm, einfach hier rein. Jo. Die haben sogar schon Dampf produziert, sehr nett. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal diese ganzen Dampfmaschinen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal massig Eisen. Also Eisenplatten in dem Sinne. Aber auch die haben wir da. Ach halt, da hinten ist auch noch unsere Eisenkiste. Stimmt, da war was. Nicht ganz. Jo. 10, 20, 30, 32. Wir werden wahrscheinlich niemals genügend Brennstoff dafür produzieren. Aber ich glaube... Warte mal. Auf der Pipeline ist noch genug Druck für eine weitere Raffinerie. Also da sehe ich kein Problem. Gut. Wenn dann die Raffinerien so nach und nach fertig gebaut werden, so wie hier, können wir die auf jeden Fall schon mal platzieren. Und dementsprechend gleich mit dem Stromnetz verbinden. Immer schön brav. 2 Stück pro Heizkessel. Genau, das klappt soweit. Na komm, machen wir eben die Stromgeschichte. Halt, dann nehmen wir die Billigdinger hier. Mehr brauchen wir dafür nicht. Zack. Genau, schon geht's ihm wieder ein bisschen besser. Sehr gut. So muss das sein. Nachträglich können wir auf jeden Fall noch mal eben gucken. Oh, wir haben kein Holz. Ich habe hier schon alles gerodet, ne? Hier hinten geht's weiter, okay. So, und weil wir faul sind, lassen wir das machen. Zumindest so ein bisschen zum Teil. Und daraus bauen wir dann die Strommastgeschichten, genau. Diese billigen Holzdinger werden wir wahrscheinlich sowieso irgendwann entsorgen, weil die vermutlich in unseren Blueprints nachher gar nicht mehr vorkommen. Die werden einfach... Ja, ich sag mal, verschwinden. So, dann geht's hier weiter. Na, so. Genau, jetzt haben wir wieder ordentlich Strom und das bedeutet, wir werden jetzt damit beginnen. Dieses Kraftwerk hier unten rechts abzubauen. Und eine Radaranlage, weil eine reicht. Das macht uns hier die Möglichkeit frei, noch ein bisschen mehr Eisen abzubauen. Und zum anderen können wir den gesamten Festbrennstoff jetzt umleiten auf das Kraftwerk oben. Das heißt, dieser Teiler hier, der verschwindet. Und wir legen das Zeug direkt hier dran. Wir nehmen dafür nochmal eben die billigen Förderbänder. Weil ist total egal und so, glaube ich. An sich können wir den Klageradatsch hier abreißen. Jo. Und wir können auch gleich mal gucken, dass wir hier das Eisen loswerden. Warte mal. 2K. Und ein bisschen gemischt nochmal 1,4. Wenn ich die einen Block weiter nach vorne gesetzt hätte, hätten sie auch Strom gehabt. Ja, geil. Gut, dann machen wir es so. Das Eisen wird wahrscheinlich erstmal ein Weilchen hier rumliegen, weil ich werde das einfach nur ganz stumpf
hier mit anschließen. Wenn dann irgendwann mal leer ist, dann wird das halt wegtransportiert, vorher halt nicht, aber das ist total Wumpe. Hier unten im Bereich können wir fuschen. Oben nicht mehr. Okay, mit Ausnahme von dem Urangedöns und hier der Fließbandproduktion. An dieser Baustelle. Ja. Gut, das heißt, wir haben das schon mal weg. Stromnetz sagt, das ist voll in Ordnung. Und unser Stromnetz sagt bestimmt auch, dass hier ein Teil des Kraftwerkes, also die eine Hälfte, auch schon weg kann. Und warte mal, bevor wir das tun, werden wir noch einen weiteren Teiler entfernen, nämlich diesen hier. So, dass sämtlicher Brennstoff, ja, jetzt hier nach links rüber geht. Oh, das ist nicht so gut hier. So, jetzt. Und während wir hochlatschen, könnten wir eigentlich schon mal das Ding hier mitnehmen, ja. Ich denke, das läuft. Ja, somit haben wir diese ganze Kraftwerk- und Brennstoffgeschichte ein bisschen zentralisiert. Und falls irgendwas ausfällt, können wir ein bisschen schneller reagieren und müssen nicht an drei Ecken gleichzeitig irgendwas tun. So. Genau, fangen wir hier gleich an. Tschüss. Ein Greifarm zuerst weg. Genau. Nächste Frage ist, haben wir hier eine Verbindung? Ja, haben wir. Sonst wäre das jetzt ein kleines Problem. Aber okay, das funktioniert. Bevor wir jetzt den nächsten Schritt abreißen, sollten wir noch ein paar Dampfmaschinen hinstellen, glaube ich. Einfach zur Sicherheit. So. Ja, wir müssen halt wie gesagt hier und da ein bisschen umbauen. Warte mal. Ich lasse das mal so stehen, weil sonst haben die keinen Strom da oben. So. Genau, kommen wir zurück zum Thema Heizkessel. Vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Anzahl. Ja, ich denke, das reicht erstmal. So, dann brauchen wir hier noch ein Rohr. Eher noch ein paar mehr. Können wir noch? Jo. So, und die ein oder anderen Greifarme, die gerade nicht so greifbar sind. Inventar ist ziemlich voll, cool. Ja, aber das sollte reichen, ne? Jo. Dann bräuchten wir hier generell auch noch Strom. Aber das haben wir ja sowieso gleich dann. Mach das mal frecherweise so. Und mach dann hier noch gleich die Verbindung hin, genau. Jo, dann fehlen im Prinzip nur noch die Dampfmaschinen. Und das Ding hier, das wird irgendwann ersetzt durch einen Nuklearreaktor, aber noch ist es zu früh dafür. So, Förderband. Und dann hinten noch den Strom. Dann haben wir es erstmal. Ui. Achso. Genau, dann haben wir es. Massig Strom, wie wir sehen können. Ich denke, damit kommen wir erstmal ein Weilchen hin. Die nächste Frage ist natürlich, packt die Pumpe das noch? Die sollte ja 20 oder 24 von denen versorgen können. Wo ist unser Rohr? Da ist unser Rohr. Das ist noch im Okay-Bereich. Ja, hat sogar wieder nachgefüllt, das passt. Zur Not ballern wir der zweite mit dran, das ist okay. Gut, läuft. Also, Stromproblem in gewisser Weise gelöst. Wir werden jetzt nochmal eben diesen Part hier entfernen. Und die Pumpe von drüben auch nochmal eben. Genau. Ja, da habe ich befürchtet, wir müssen mal eben so ein bisschen Brennstoff loswerden, glaube ich. K-
Können wir das nicht manuell hier hinschmeißen irgendwie? Meine Hauptsache, das Zeug kommt weg. Wir können es aber alternativ auch. Oh. Nee. Doch. Genau. Huch. Hä? Ah, jetzt. Okay. Oh, läuft. Und die hier ist für die Verarbeitung, ne? Genau. Gut. Aber der Rest hier kann auf jeden Fall weg. Stromverbindungen sollten wir auch da lassen, damit der Gerät hier weiterarbeiten kann. Läuft. Huch. Huch. Genau. Wo wir gerade beim Aufräumen hier sind, ne? Da können wir auch mal eben den Kram entfernen. So. Werden wir das noch los hier vielleicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Alles voll gemacht. Okay, warte, dann müssen wir den restlichen Kram doch mal eben manuell auf das Förderband schmeißen. Weil ich will dieses Festbrennstoffzeug aus dem Inventar haben. Könnten wir auch oben in die Züge reinschmeißen, aber das machen wir später irgendwann mal. Total spannend. So, dann sind wir das Zeug nämlich wieder los. Wir haben jetzt ein paar Dampfmaschinen zu viel gebaut, ehrlich gesagt. Aber das ist egal. Auf jeden Fall haben wir unser Energieproblem gelöst. Und das bedeutet, wir werden... Warte mal, ist da eine Verbindung? Oder ist da keine Verbindung? Doch, da ist eine. Das war nur ein Prank. Ha! Interessant. Ja, hängt ein bisschen mit dem Zoom-Faktor zusammen, aber naja, funktioniert. Genau, er kann sich hier noch ein bisschen austoben. Des Weiteren hatten wir die Teile hier gebaut, genau. Ich erinnere mich. Zack, zack, zack. Und dasselbe machen wir im Prinzip hier auch nochmal. Genau, gehen wir erstmal stumpf daran. Zack, zack. Dann hatten wir oben gesagt, wir wollen nochmal eben das Endstück bauen. Achso, genau, weil wir jetzt genügend Strom haben, ne, können wir wieder ein bisschen Gas geben hier. Können wir die wieder anschließen, dann können die Öfen wieder anfangen zu arbeiten hier hinten. Und hier können wir dann auch Strom ranbringen. Und dann geht hier nämlich endlich mal ein bisschen was. So, und dafür brauchen wir hier nochmal eben schnell so einen Mast. Wahrscheinlich auf der Höhe, keine Ahnung. Ja, passt schon. Auch hier für den Zwischenraum hätte ich mir... Oder werden wir die Stromverteilung vielleicht noch ein bisschen anders machen? Vielleicht ein bisschen verschwenderischer. Aber das sehen wir dann später. So, warte. Ich wollte oben unser Endstück noch fertig machen. Genau. Also unser vorerst Endstück, wie man es auch immer nennen möchte. Kann ja sein, dass es vielleicht hinten raus doch noch ein bisschen weitergeht, ne? Man weiß es noch nicht so genau. Was ist denn? Oh, ihr nervt mich so, ne? Das ist unglaublich. So, was haben wir? 17. Wahnsinn. Ist ja der Hammer. Gut, aber jetzt mal im Ernst. Das Ding hier können wir ruhig mal irgendwann fertig bauen, ne? Ich meine, klar, da fehlen noch ein paar Sachen. Oh, Beton zum Beispiel, was ich gerade platzieren wollte. Ja, gut. Aber... Oh, das auch nicht. Ah, nee, die Ziegel brauchen die ja, ne? Ja gut, dann hat sich das relativ schnell erledigt eigentlich. Hat einen Teiler vergessen? Ach so, stimmt. Danke für den Hinweis. Warum auch immer ich das getan habe oder warum auch nicht, aber egal. So. Ich sehe schon, diese Roboter hier, die haben richtig Bock, ne? So, und da der Kram wieder läuft, das sagt der Stromnetz, wir sehen schon, ne? Warum das auch immer so schwankt hier, aber diese Öfen, die hauen echt einiges durch und es laufen noch nicht mal alle. Also es ist echt nur ein kleiner Teil, der hier gerade läuft.
Ja, und jetzt seid ihr wieder müde, ne? Das sind wir die Richtigen. Fertig? Nee. Hätte mich auch gewundert. Also wie gesagt, wir brauchen gleich noch einen Schwung Ziegel, Beton, ein paar Öfen. Können wir gerade zufälligerweise... Nee, können wir nicht. Müssen noch ein bisschen Eisen loswerden. Das können wir gerade hier mal eben machen, wo die Öfen schon mal stehen. Ein bisschen das Inventar wieder clearen. Genau, und jetzt ist das Zeug nämlich weg. Wenn wir beschäftigen uns seit Ewigkeit mit dieser Eisenverarbeitung, ne? Das ist schon geil. Aber irgendwie bockt das so. Genau, und dann kommt der Kram hier mit drauf. Hier tendiere ich dazu, dass wir diese beiden Eisengeschichten, die hier rauskommen, die führen wir mittig zusammen, führen sie hier durch und lassen sie von der anderen Seite auffließen. Alternativ könnten wir auch, weil ja... Nee, noch besser. Wir verkürzen den Mainbus von dem Eisen wieder ein bisschen. Werden diese beiden hier einmal da und einmal da raufführen. Und die beiden da oben werden wir da aufführen. Und dann wird hier mit dem Verteiler erst der Mainbus anfangen. Fertig. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. So, habt ihr noch irgendwas hier? Nee, gerade nicht. Hier fehlt noch Beton, Greifarme, Öfen, Licht, alles. Ja, okay. Dann fahren wir wieder runter. Wobei, Licht können wir schon machen eigentlich. Ups. Können wir Greifarme bauen? Ja, können wir auch bauen. Hier fehlen noch 404 Objekte. Okay. Die Brückentunnel-Dinger können wir auch machen. Ja. So, das Eisen selber fehlt. Naja, okay. Genau, und diese Betongeschichten, die holen wir dann gleich. Greifarme können wir bauen. Genau, dann kann man hier so nach und nach den Kram mal fertig machen. Tja. Wir können auch erstmal, während die Dinger gebaut werden, weglaufen vor unseren Robotern. Die holen wir gleich wieder. Wir holen nur mal eben schnell ein bisschen Beton und Co. Beton, Mauern und ein bisschen Material für die Öfen, damit wir diesen Block auch fertig bekommen. Hui. So, für die Öfen benötigen wir... Ziegel, die haben wir gerade zufälligerweise hier rumliegen. Und ich glaube, 4 Stück hat er gesagt, ne? Dann machen wir das. Den restlichen Kram verarbeiten wir zu Mauern. Da kommen sie ja schon. Ja, an sich die anderen Greifarme, die können wir dann oben noch so nebenbei bauen. Ich denke, das geht auch. So. Kupfer haben wir noch dabei, daher gar kein Problem. Ich habe noch ein bisschen Rohstein dabei, aber das ist ja erstmal egal. Na, ich sehe schon, da geht der Spaß gleich wieder los, ne? Genau, ansonsten forschungstechnisch, wir könnten nochmal. Aber ich glaube, wir lassen es erstmal. Was haben wir noch unten an Eis? Das kann nicht so viel sein, ne? Und dann mal 316k und hier die 2k haben wir die abgeschnitten irgendwie. Da sind 18. Ernsthaft? Hier sind 18 Eisen. Die baue ich gleich von Hand ab, ey. Ohne Witz. Wahnsinn. So, was fehlt denn noch alles hier? 360 noch. Schau auf die Karte für weitere Informationen. Hier ist alles am Blinken. Danke. So. Dann habe ich wenigstens auch meinen Teil dazu beigetragen hier. Ja, an sich fehlen jetzt halt echt nur noch die Mauern, der Fußboden und hier und da ein paar Greifarme, wenn ich das richtig sehe. Die können wir aber nebenbei bauen.
Brauchen wir noch Eisen für. Haben wir hier zufälligerweise gerade liegen?